Gladiators take the Die vollen Punkte gab es für Roman Melich und seine Mannschaft am Sonntag. Sturm Graz feiert einen Auswärtssieg bei der Wiener Austria und rehabilitiert sich damit ein Stück weit für die bittere Pleite in der Vorwoche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein SK Buntigammer Sturm Graz. An meiner Seite Michi Konzel. Hallo, hallo Michi. Servus. Ja Michi, dieser Sieg bei der Austria, war das jetzt absolut die richtige Reaktion? Ja, nicht nur die richtige Reaktion, es war unglaublich wichtig, dass man wieder in die Spur kommt, dass man dieses Spiel, ich glaube, es war mal so ausgelegt, nicht zu verlieren. Also so hat es den Eindruck auf mich gemacht. Man hat geschaut, dass man die Defensive stabilisiert und dann über den Konter kommt. Und das haben sie ganz gut gemacht. Da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass man es dann letztendlich auch gewonnen hat. Aber es war ja, für Sturm enorm wichtig. Dann werfen wir doch noch einmal einen Blick drauf. Philipp Batanina mit den Highlights dieser Partie. Roman Melich siegt mit Sturm in Wien 1:0. Und so muss Robert Ibertsberger die dritte Pleite im dritten Spiel als Austria-Cheftrainer zur Kenntnis nehmen. Ein Spiel, das von wenigen Torchancen nur umrandet wird. Schuss von Florian Klein in der 6. Minute. Beide Teams tun sich schwer, offensiv präsent zu sein. Die beste Chance in der ersten Hälfte hat Hierländer für Sturm, aber viel zu zentral. Sein Abschluss deshalb kann Penz halten. Roman Melich sieht dann, dass die Austria gegen Ende der ersten Hälfte noch eine Möglichkeit vorfindet. Max Sachs aus schwierigem Winkel. Pausenstand 0:0. Die zweite Hälfte. Der schnelle John Michael Lehmer mit der Möglichkeit, aber zu unpräzise. Sein Abschluss in der 55. Minute. Auf der anderen Seite ist dann die Austria mit Edom Wonji nahe dran an der Führung. Die Entscheidung fällt in der 79. Minute. Mensa auf Janscher, dann der Fehler von Patrick Penz und Sandy Lovric mit seinem ersten Bundesligator im 62. Spiel. Sturm siegt in einer ereignisarmen Partie mit 1:0 und schiebt sich damit in der Tabelle auf Rang 3 vor. Michi, du hast es schon ganz kurz angesprochen in deinem Eingangsstatement. Welche Rolle hat der Faktor Glück auch gespielt in dieser Partie, wenn man sich das Tor von Sandy Lovric anschaut? Ja, Glück gehört immer ein bisschen dazu. Man muss es aber auch erzwingen und erkämpfen. Und ja, man hat, ich habe schon gesagt, man hat nicht viel zugelassen, man hat immer wieder Nadelstiche gesetzt und dann natürlich das Tor war schon sehr glücklich. Man hat es gesehen, leider Gottes ein Tormannfehler von Benz und Lovric hat da profitiert und Sturm als Mannschaft profitiert von diesem Fehler. Ansonsten ja, war relativ wenig los, aber ich glaube, es wird ihnen allen relativ egal sein. Wichtig waren diese drei Punkte. Und ja, jetzt ist das Ganze wieder positiver. Jetzt kann man wieder in das nächste Spiel gehen mit mehr Selbstvertrauen, ganz klar. Ja, hören wir mal rein, wie die Grazer Protagonisten diesen Sieg einordnen. Lukas Spendlhofer bei meinem Kollegen Johannes Brandl. Bis zur 80. Minute war das Spiel richtig offen. Beide Mannschaften haben ja, ihre Chancen gehabt. Ich denke, wir sind vor allem zweite Hälfte besser ins Spiel gestartet dann. Da haben wir wirklich zwei, drei sehr gute Situationen gehabt. Und ja, wir haben immer wieder versucht, mit dem Umschaltspiel schnell nach vorne zu kommen. Wir wollten einfach uns nicht so lange mit dem Ballbesitz aufhalten. Und ja, es ist uns in ein paar Situationen gut gelungen. Und auch beim Tor haben wir dann von dem Ganzen profitiert. Kann man zusammenfassen, auch ein wenig der glücklichere Sieger heute? Ja, sicher. Ich meine, ohne Glück wird man kein Spiel gewinnen. Aber ich denke, es ist auch verdient. Wir haben uns eingekämpft in der Partie. Es war ein Geduldsspiel. Die Austria hat es natürlich auch sehr gut gemacht. Aber ja, unentschieden wäre natürlich auch okay gewesen. Aber ich denke, wir haben leichte Vorteile gehabt, meiner Meinung nach. Und deswegen ja, glücklich, aber geht in Ordnung, der Sieg. Nach der Partie gegen St. Pölten, wo es doch sehr viel Kritik gehagelt hat, dieser Sieg heute, wie gut tut er der Seele, auch der Mannschaft, auch das, was man heute gezeigt hat? Ja, natürlich, jeder Sieg tut gut. Aber ich kann nur sagen, die Kritik, ja, das lässt uns eigentlich relativ kalt, weil wenn wir die ganze Kritik, was immer auf uns einprasselt, aufarbeiten, dann geht es also nicht aus, dass wir nächste Woche wieder am Platz stehen, weil wir nur reden und reden. Und ja, es war uns einfach wichtig, haben wir kurz besprochen, dass wir am Platz eine Antwort geben, das ist uns heute gelungen und brauchen jetzt aber auch nicht glauben, dass schon irgendwas geschafft ist. Wir müssen einfach konstanter werden, das war heute der erste Schritt, nicht mehr und nicht weniger.
Klare Worte von Lukas Spendlhofer. Also Michi, ist es auch gut und richtig, so mit dieser Kritik eben umzugehen, diese mehr oder weniger zu ignorieren? Naja, es ist so, dass wenn man nicht gut spielt, wenn man auch nicht die nötigen Punkte macht, dann ist es ganz klar, dass man kritisiert wird. Aber man sollte es richtig einschätzen, würde ich einmal sagen. Und es geht ja dann wieder sofort weiter nächste Woche. Wenn man jetzt einmal schlecht spielt, dann muss man die ganze Woche auf das nächste Spiel hinarbeiten, muss man schauen, dass man vieles besser macht und dass eine Reaktion zu sehen ist. Und das war definitiv so. Ja, für einen Grazer war das ein ganz besonderer Nachmittag. Sandi Lovric hat seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt. Hören wir mal rein, was er nach der Partie zu sagen hatte. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt endlich funktioniert hat. Und ja, einfach überglücklich. Sehr emotional auch der Jubel. Was ist Ihnen da alles durch den Kopf geschossen? Ja, es ist was Familiäres gewesen und es ist der Person gewidmet. Warum hat man es denn heute dann im Endeffekt aus Ihrer Sicht dann doch verdient, dass man vielleicht mit 3 Punkten nach Hause fährt? Wir waren phaseweise waren wir gut. Wir haben Glück gehabt. Letzte Woche war Arsch, aber heute haben wir einfach gekämpft und bis zur letzten Minute Gas geben. Und jetzt müssen wir auf dem aufbauen und ja, müssen am Boden bleiben und einfach Gas geben und immer kämpfen bis zum Schluss. Und dann, ja, dass wir so gewinnen wie heute. Erleichterung pur also bei Sandi Lovric im 63. Bundesligaspiel. Endlich der erste Treffer. Sandi Lovric ist übrigens mit 14 Jahren damals zu Sturm Graz gekommen und hat den Sprung zu den Profis geschafft. 4 weitere Jungprofis der Grazer, denen das ebenfalls zugetraut wird. Die haben jetzt einen Vertrag bekommen, einen sogenannten Jungprofi-Vertrag. Und zwar Luka Maric, Sandro Schendl, Simon Nelson und Florian Weiler. Die 4 wurden mit einem eben solchen Vertrag ausgestattet. Und wir haben die Gelegenheit genutzt und mit Sturmsportdirektor Günter Kreisel darüber gesprochen. Das sind lauter junge Spieler, die Nachwuchsteamspieler sind. Und das bringt die heutige Zeit mit, dass du möglichst früh schauen musst als Verein, dass du diese Spieler bindest, damit sie dir nicht irgendwer unter der Nase wegnimmt. Wie schwierig ist denn das, solche Spieler zu binden? Mit welcher Perspektive kann man solche Spieler an Sturm Graz binden? Mit der Perspektive Marisic, Lovric, Lehmer, Tobias Koch, der heute im Kader war. Das ist natürlich das größte Argument, um junge Spieler dazu zu überzeugen, den Weg weiter mit uns zu gehen, ist, dass sie auch sehen, dass das junge Spieler eine Chance hast, auf Spielzeit zu kommen. Das ist derzeit absolut der Fall. Ja, Michi, ist Sturm Graz eine absolut gute Adresse für junge Nachwuchstalente? Ja, absolut. Man sieht es ja auch, Günter Kreisler hat es angesprochen, dass viele Junge schon den Sprung geschafft haben. Und das ist natürlich für jeden jungen Spieler ganz, ganz wichtig, dass er auch bemerkt, heute, da wird auf uns geschaut. Wir bekommen auch eine Chance, wenn wir Leistung bringen. Und Günter Kreisler hat sicher die Jungs gut beobachtet und die Jungs haben sich auch verdient, wahrscheinlich dort so ausgestattet zu werden mit diesen Verträgen. Und jetzt ist der nächste Schritt. Das Ziel muss einfach sein, in die Kampfmannschaft zu kommen. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Nicht nur wir bei Sky Sport Austria kümmern uns darum, dass Sie immer top informiert sind, was den SK Sturm Graz betrifft. Das macht auch das Online-Medium Sturmnetz. Und wir haben dem Sturmnetz mal einen Besuch abgestattet. Meeting beim sogenannten Sturmwirt. Diese beiden Jungs schreiben für das Sturmnetz und deshalb dreht sich hier alles. Den SK Sturm Graz. Sturmnetz ist ein redaktionell gestaltetes Online-Medium und ist zu dem Zwecke gegründet worden, dass es in Graz einfach aufgrund der bisherigen Medienlandschaft einfach nicht mehr möglich war, Medien zu finden, die noch unabhängig, objektiv und kritisch über den SK Sturm berichten. Und das haben wir uns einfach als Ziel gesetzt, dass es da wieder jemanden gibt, der wirklich hinterfragt und kritisch hinterfragt, was beim SK Sturm passiert. Auf sturmnetz.at finden sich die neuesten Infos, Interviews und Live-Ticker. Berichterstattung in den sozialen Medien gehört natürlich auch dazu. Das Sturmnetz, mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Sturmnetz hat im Moment 1650 registrierte User und 180.000 Unique-User im Jahr. Sprich, das ist wirklich schon eine sehr, sehr breite Masse. Und wir haben im letzten Jahr 3 Millionen Seitenaufrufe gehabt, also im Jahr 2018, was mittlerweile wirklich eine
Also man muss sagen, das ist mittlerweile sehr gewachsen, was wir uns am Anfang alle nicht gedacht hätten eigentlich, dass das einmal so groß werden könnte. Und ja, der Zuspruch ist enorm. Objektive Berichte stehen klar im Vordergrund, aber ohne eine gewisse Zuneigung zum Verein geht's dann eben doch nicht. Sturmfan bin ich eigentlich, seit ich mich denken kann. Aber mit 6, 7, 8 Jahren im Stadion. Und das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, war gegen Tirol zu Hause, wo der Frank Verlaat dann 11 Meter in die Mitte geklopft hat und der Tormann dann direkt ausgeschossen hat und dann direkt den Konter eingeleitet hat. Das war so meine erste Stadionerinnerung. Vom Fanmarsch in Amsterdam vor dem Spiel Ajax gegen Sturm bis hin zum Cupsieg 2018 gegen Salzburg wird alles festgehalten. Wahre Highlights für die Leute vom Sturmnetz. Die vergangene Meisterschaft war unglaublich. Eben mit dem Heimsieg gegen den LASK, wo man quasi den Europacup fixiert hat. Heimsieg gegen Rapid im Cup, Heimsieg gegen Rapid, wo man teilweise Rapid an die Wand gespielt hat. Cupsieg gegen Salzburg, also die letzte Saison, war für mich persönlich eigentlich noch schöner als die Meistersaison. 20 Mitarbeiter betreuen das Online-Medium. Allesamt ehrenamtlich. Und diese werden auch weiterhin hautnah von den Ereignissen der Grazer berichten. Ja, sportlich geht es für Sturm Graz am kommenden Sonntag weiter. Da ist die Mannschaft von Roman Melich in Salzburg zu Gast. Michi, die denkbar schwierigste Aufgabe, die es gibt in der österreichischen Bundesliga. So ist es. Aber auch dankbar, würde ich sagen. Also niemand rechnet damit und man kann, es ist dann schon eine kleine Sensation, wenn man dort Punkte mitnehmen kann. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für jeden einzelnen Spieler, dass man zeigen kann, was man wirklich drauf hat. Und bin gespannt. Eine Chance gibt es Gott sei Dank immer im Fußball. Ja, wir werden dann sehen, ob Sturm Graz diese Chance am kommenden Sonntag nutzt. Wir sind dann am kommenden Montag wieder für Sie da und freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten zu einer neuen Folge Dein Verein SK Bunzigammer Sturm Graz.